Schleswig-Holstein. Unendliche Weiten, auch unter Wasser. Beginnen wir unsere Tauchreise durch Schleswig-Holsteins Ostsee doch auf Fehmarn. In Westermarkelsdorf am sogenannten Stöpsel. Diese alte Anlegestelle funktioniert unter Wasser wie die Tankstelle auf dem Land, als Treffpunkt für die Jugend. Sogar noch spezieller sind aber diese Gebilde, die aussehen wie längliche Termitenhügel. Sie bestehen aus dem Sedimentgestein Mergel, sind überall durchlöchert und bieten so vielen Tieren Schutz. Ja, bei guter Sicht ist Westermarkelsdorf ein richtig cooler Platz. Weiter geht's nach Eckernförde. Ein ganz anderer Schnack. Unter der Mole des Yachthafens kann man fast Wrackfeeling erleben. Man taucht zwischen Streben, Pfeilern und Spundwänden. Wo Klippenbarsche und Krebse sich auf Augenhöhe begegnen. Hier entdeckt man auch viele niedere Tiere, wie die eine oder andere Seenelke. Für Quallenphobiker ist dieser Ort allerdings nicht wirklich empfehlenswert. Draußen in der Bucht wartet ein künstliches Riff, inklusive fernöstlicher Überraschungen. Wer in Schleswig-Holsteins karibisch-türkise Gewässer abtaucht, sieht erstmal Sand, dann noch mehr Sand und mit etwas Glück ein paar Steine. Bei Strandtauchgängen wie am Eiz finden sich die Arten meist in Bodennähe. Da heißt es Geduld haben und Augen auf. Einen Tigerhai kann jeder finden, doch diesen Ostseespitzenräuber zu entdecken, ist eine ganz andere Nummer. Auch eine Seegraswiese wie die hier vor Neustadt steckt voller Leben, auch wenn es sich den Besuchern nicht massiv aufdrängt. Und der Eindruck täuscht nicht, Klippenbarsche sind omnipräsent. Nun zum Thema Wracks. Seit Jahrhunderten befahren Schiffe die Ostsee und dementsprechend viele Wracks gibt es hier. So auch vor Fehmarns Katharinenhof. Kein Schiff, sondern das über 100 Meter lange Bauteil einer Dockanlage. Auf seinem Transport Richtung Baltikum schlug es 2006 Leck und sank. Heute ist das sogenannte Docktor ein beliebter Tauchplatz. Es liegt in nur 3 bis 13 Meter Tiefe und eignet sich somit auch für Anfänger. Viele künstliche Höhlen laden zur Erkundung ein.
Nur eines von vielen Wracks, die man rund um Fehmarnbelt tauchen kann. Hier in Schleswig-Holsteins unendlichen Unterwasserwelten.